Ach Gott, ich will wirklich nicht sie. Sie war am cringigsten in dem Spiel bisher. Das aus Songschreiber einstellen, ne? Jo, lang ist her. Wie war der Name nochmal? Dave, oder? Was liegt an? Meine Hand in deinem Gesicht liegt gleich an. Halt die Schnauze. Bist du für ein Rap-Battle hier? Yeah, lass uns rappen. Nein, um Gottes Willen. Oh, der Top-Champ hat dich gebeten, die Lage hier zu checken. Zagaria schickt also dich als Vertretung. Ich hab schon kapiert. Aber was fällt ihr ein, einen Rookie-Champ auf mich zu hetzen? Wie kommt sie dazu, mich so zu unterschätzen? Ich muss Nein drücken. Übrigens, wir haben Frontposition im Team nicht getauscht. Ich hab das Spiel abgestürzt? Nein, okay. Ah, entschuldige. Du weißt hoffentlich, dass das kein Diss gegen dich war. Ach, was soll's. Ich freue mich, hier dich zu sehen. Wo du schon mal hier bist, dann zeig mir mal, was du mittlerweile so drauf hast. Noch nicht. Was ist los? Sag bloß, du bist nicht dabei. Was für ein Pech. Kommt bald wieder vorbei. Gegen Geist wollen wir eigentlich einsetzen. Unlich. Oh, warte mal, war sie nicht ein Doppelkampf? Oh, das könnte nochmal spannend werden. Dann... Wobei... Nur für den Fall. Ja. Jetzt bin ich ready. Jetzt geht's ab. Die Hütte bebt. Du hast meine alte Seele belebt. Ich glaube ja nicht, dass ich gleich kapituliere. Komm schon, aber auf die Bühne mit dir. Bitte Herr, gib mir die Stärke, das durchzustehen. Gerade das warst du noch für die Arena-Prüfung hier und jetzt sieh dich an. Du bist nicht nur Champ, sondern stehst hier als Vertretung des Top-Champs vor mir. Wenn du einmal in mein Alter kommst, wirst du sehen, wie schnell die Zeit an einem vorbeizieht. Du musst es ja wissen, ne? Will einfach jetzt schon nicht. Sentimentale Vibes passen aber so gar nicht zu mir. Queen Etta is in the house, das sag ich dir. Let's go, ich zeig dir gleich, was geht. Ein ernster Kampf, der den Geist belebt. Zeig mir die Power, die in euch Youngstern steckt. Bring deine Seele zum Beben, mal schauen, wie dir das schmeckt. Nein. Einfach nein. Mimikyu! Aber nicht. Okay. Ich kenne nur gute Sprüche, wenn ich eine Spende kriege. Heute nur 599. Den Gag hatte ich vorhin schon. Unser Rookie kann nicht so schnell lesen, wie der Text da stand. Okay. Wir fangen mit einer Wollwende an. Mimikyu möchte ich wirklich als erstes loswerden. Bei aller Liebe. Aber bei, warte mal. Deine Fähigkeit wird nervig. Wir machen erstmal Banette weg. Ich weiß nämlich nicht, wer... Oh shit, du bist schneller? Oh. Okay, Echo ist schneller. Mist, dann hätte ich es doch machen können. Ich wusste es nicht, wer schneller ist und ich wollte es auch nicht nachschauen. So, dich tauschen war gegen... Eigentlich jemanden, den wir opfern können. Der hat verlegt drauf. Open Cat Strategy Roll. Oh, du müsstest weg sein. Ja, aber klar. Ah, Friedhof. Ja. Nee. Erdbeben wäre halt jetzt schick. Problem, Yellow wird genauso getroffen werden. Entsprechend geht nicht. Friedhof. Nee, Mimik, man muss raus. Es ist zu stark. Tut weh? Mist, wieso? Ach so.
Weil Iggy Love ist... Oh, das war die Attacke. Das war aber dann gut. Das ist Knirsche auf Friedwurf ein. Und du bist auf Mimikyu. Naja, okay. Nee, du bist tot. Schade. I feared. Ist die Runde? Oh, weil du Normaltyp bist, natürlich. Okay, dann kommt Echo. Ja, nee, muss schon. Ist halt nicht im Typing im Vorteil, aber... Nee, Mimikyu. Einfach Mimikyu. Ich habe eine gute Idee. Feather schreibt dir mal gute Witze in Buchform. Das Problem ist nur, das Buch... Was? Problem nur, dass dann das Buch beide outperformt. Ja, so, ja. Gut. Aber es erhöht ja trotzdem, dann bin ich ein Riffex. Okay. Und, oh Gott, cooles Buch. Scheiße. Wir noch mal Feathers nehmen müssen, ne? Oh, warte mal, Riffix ist für Echo super gefährlich. Halt, stopp, das muss weg. Gerade noch rechtzeitig überlegt. Wo liegt es, da ist der Schatten. Verwandle dich und jag in... Was? Jag in den Schreck ihres Lebens ein. Moment, okay. Ich dachte, das wird wieder ein Reim, deswegen wollte ich gerade schon... Ja. Jede Seite... Jede Seite ist ein Spiegel. Es ist hart, das Buch anzufertigen. Oh, Feathers. Au. So schlimm sehe ich auch nie aus. Überschnallknall. Oh. Oh. Das ist ja frech. Hier bin ich ein Flug-Pokémon. Das hatte ich ja in den Doppelkämpfen in Saphir geliebt. Mein Zumpix hat halt immer Erdbeben eingesetzt, weil ich habe es halt immer zum Beispiel mit meinem Panzer Elon gematcht. Der als Flug-Pokémon immun gegen Erdbeben. Gegen Bodenattacken. Oh, Burn. Ah, ist egal. Na, aber Psychokinese geht nicht. Scheiße! Wir sind auf physisch angewiesen. Mist. Na, wobei, hä? Sehr effektiv? Nee, wirkungslos. Ja, eben, hä? Ich kann sagen, wieso steht denn der sehr effektiv? Das ist Quatsch. Absoluter Quatsch. Hallo, Blacky. Ach, meine Stimme, ey. Ich habe ja auch nur 47% Luftfeuchtigkeit, das ist zu wenig. Ich könnte auch meine Stimme erklären, warum es nicht besser wird. Na, Blacky, wie war dein Wochenende bisher? Deine groovy Moves bringen meine Seele zum Tanzen. Ich erfahre gerade immer, dass du weinst, ne? Wie jetzt? Ah, was für ein Kampf. Du teilst ganz schön aus. Du hast mich durch den Mixer gejagt, als wäre ich ein Smoothie. Die Rap-Oma redet von Smoothies. Ist okay. Sorry, dass ich dich vorhin als Rookie bezeichnet habe. Ich wollte Zacharia so dringend zeigen, was alles in Geist der Pokémon steckt, dass ich ganz aus dem Flow geraten bin, als du hier ankamst. Deine Vibes sind voll legitim, yo. Das kann ich bezeugen. Von jetzt an stehe ich immer hinter dir, du hast mein Wort. Gehen dir Trainer oder Gespenster auf den Geist? Verzweifle nicht. Ein Anruf genügt und Queen Etta ist gleich da für dich. Feier das Gute in dieser Welt. Bye bye, Baby. Nämlich Baby genannt. Gestern sehr anstrengend, heute sehr chillig. Du hast gestern jemandem beim Umzug geholfen und heute ausgeschlafen. Bis jetzt. Ring ring. Hallo, spreche ich mit Champ Dave. Hier ist Zacharia. Ah, ich wollte mich nur erkundigen, wie es mit der Arena-Inspektion vorangeht. Woher haben Sie meine Nummer?
Tja, als Top-Champ kann ich auf die Kontaktdaten sämtlicher Trainer zugreifen, die den Champ-Rang erreicht haben. Das ist aber frech. Soeben hat mir auch der letzte Arena-Letter bestätigt, dass du vorbeigeschaut hast. Es war die richtige Entscheidung, dich damit zu beauftragen, Champ Dave. Da haben sich alle sehr gefreut, erneut gegen dich antreten zu können. Aber ich würde mir gerne auch deinen Erfahrungsbericht von der Inspektion anhören. Treffen wir uns doch einfach später am Eingang der Akademie. Bis dann. Ich hatte einfach meine Telefonnummer aus ihrem System. Datenschutz! Ja, eben. Das ist ja sehr bedenklich hier. Wirklich, ja. Das ist wie wenn dich auf einmal Elon Musk anruft, weil du Twitter benutzt. Oder was weiß ich. Oder dann dir eine E-Mail schreibt. Für Twitter braucht man keine Telefonnummer angeben, oder? Ich habe nie meine angeben müssen, zumindest. Ich bin aber auch schon seit gefühlt 100 Jahren auf Twitter, deswegen keine Ahnung. So, jetzt weiß ich noch bei Facebook. Facebook war ja auch schon 100 Jahre damals. Ich bin da damals auch nur zu Facebook, weil es halt einfach irgendwann jeder gemacht hat. Wann war denn das? 2008? Irgendwie so weit um den Dreh. Und irgendwann, glaube ich, war es doch so. Herr Elon Musk, gerade das beleidigen? Er soll machen, was er will, mir ist es egal. Das ist mir so wurscht. Ich kümmere mich nicht darum. Ich konsumiere auf Twitter eher, als dass ich publiziere, deswegen. Der Kerl macht sowieso nur Quatsch. Wie war das mal jemand beschrieben? Das ist halt einfach ein Riesenbaby mit einem Haufen Geld. Kauft halt auch nur Quatsch. Oh, hier ist eine Leiter. Ich möchte diese Leiter. Ja? Jetzt bin ich gespannt. Wenn du einem Riesenbaby zu viel Geld gibst, dann kauft es halt auch einfach nur Schmarrn. Stell euch vor, ihr würdet mir eine Million geben. Ich würde halt auch nur Mist kaufen. Ich würde nur Süßigkeiten kaufen. Funktioniert ja super hier oben. Guck mal, da liegt Erdbeben. Nee, Elektroball, das ist ein guter Attack. Hab ich hier noch nie wahr. Kann ich in Häuser hochklettern? Oh nein. Oh, das ist ja doof dann. Das ist wirklich doof dann. Gestern war ich von morgens bis abends unterwegs und dann noch auf einer Studi-Party. Wieder nur am Saufen, der Kerl, war ja klar. Journalisten, die Musk gesperrt haben, haben sich in einem Twitter-Space versammelt, um darüber zu reden. Musk hat das gesehen, ist beigetreten, nachdem er drei Fragen nicht beantworten konnte, ist er wieder gegangen. Twitter-Space existiert nicht mehr. Das habe ich so halb mitbekommen. Dass er da irgendwie irgendwas geschwafelt hat und die Leute dann meinten, irgendwas wegen dem Doxing. Er war halt einfach pissed, dass die Leute irgendwie Stuff von ihm geteilt haben, von öffentlich einsehbaren Sachen, wo sein Privatjet gerade steht. Keine Ahnung, was sein Problem ist. So. Dann mal wieder speichern, ne? Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Er ist halt... Ich weiß auch, irgendwo ist er hingegangen und wurde die ganze Zeit ausgebuht. Und... Er soll es doch eigentlich lernen. Man sollte meinen, er ist klug genug. Aber das hat das Problem, wenn man zwar jetzt nur noch der Zweitreichste der Welt ist, aber nichts actually dafür getan hat, außer das Geld, das Papi mit seiner Smaragdmine verdient hat, zu vermehren. Also er hat ja einfach nur einen Haufen Kohle bekommen wieder. Wieder kein Selfmade-Man. Auch wenn Trump zum Beispiel auch mal sagt, ich habe alles selbst gemacht. Nein, dein Papi hat das ganze Geld verdient. Du hast einfach nur Geld investiert und mehr daraus gemacht. Und wenn du mal viel Geld hast, ist es nicht schwer, mehr daraus zu machen. Aber egal, das muss ja nicht Thema sein. Schön, dich zu sehen, Champ Dave. Na, was hältst du von der Eingangshalle? Hä? Gefällt es dir, von so vielen Büchern umgeben zu sein? Das ist eigentlich ganz cool, ja doch. Das freut mich. Es war meine Idee, das Design bei der Renovierung vor ein paar Jahren so umzugestalten zu lassen. Aber kommen wir zum Punkt. Schildere mir doch bitte deine Eindrücke von den Arena-Leitern. Wobei, hier kann ja jeder alles mithören. Aha, auf einmal doch Datenschutz. Gehen wir lieber irgendwo hin, wo wir ungestört reden können. Hättest du eine Idee, wohin? Mein Zimmer? Mein... Aha! Schade, dass Nimila nicht schon auf dem Bett wartet. Was?
Das ist also dein Zimmer hier in der Akademie. Oder das Bett? Oder was? Ne, Moment. Dann ist das quasi der Ort, an dem du zum Champ Heathern gereift bist. Soll ich dir mal zeigen, wie ich noch überall gereift bin, ha? 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 Obwohl, du lebst ja noch gar nicht so lange in der Akademie. Vielleicht soll ich bald mal deinem Elternhaus einen Besuch abstatten und deine Mama fragen, was sie davon hält, dass wir heiraten. Was? Herrgott. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Mich würde interessieren, welche Eindrücke die Arenaleiter bei dir hinterlassen haben. Wer hat dich deiner Meinung nach im Kampf am wenigsten gefordert? Am wenigsten. Ich kann mir doch die Namen nicht merken. Wer ist denn jetzt schon wieder welcher? Jawohl, die ist lesbisch, die macht mit deiner Mama rum. Dann mache ich das Video. Und vertreib's auf, und die Poke. Ich würde aber eher sagen, kann man doch gar nicht so sagen, oder? Wer hat mir am meisten gekillt? Ja, mit der Wasserarena habe ich ein bisschen gestruggelt, oder? War am wenigsten gefordert, aber Moment. Genau andersrum. Muss ich ja fast Grusha sagen, oder? Ich glaube, Grusha hat nur eines gekillt. Ja, da ist nur Yellow gestorben, ne? Ja. Grusha, okay. Wer hat bei dir den bleibendsten Eindruck hinterlassen? Den bleibendsten Eindruck? Ist das positiv oder negativ gemeint? Weil wenn wir negativ werden, dann definitiv Etta. Weil... Da. Ja, genau, die Rap-Oma. Aber insgesamt würde ich fast Enigmara sagen. Also generell gesprochen, den bleibendsten Eindruck wären Enigmara und Etta, weil sie halt einfach sehr herausstechen. Enigmara wegen mir. Nee, generell einfach, weil sie halt anders sind. Weil die eine rappt dich zu, die andere ist eine Streamerin. Das ist halt. Und die anderen sind halt Arenaleiter. Gut, und Aoki ist halt. Ja, okay, ich arbeite hier halt, na gut. Ich würde nicht mal was sagen. Mhm. Und wer hat sich im Kampf als die härteste Nuss erwiesen? Die härteste Nuss. Kombo, oder? Das war der Wassertyp. Also Pflanze und Käfer sind da raus. Psycho auch. Einige Male habe ich jetzt schon wieder vergessen. Okay, auch nicht. Da müsste Wasser gewesen sein. Okay, bitte, damit eine Panikattacke gekriegt wird. Nicht, dass sie ihn ausquatscht. Nee. Das müsste Combo gewesen sein. Jo. Combo, verstehe. Zu guter Letzt noch die wichtigste Frage von allen. Welchen Arenaleiter magst du am meisten? Vom Typing Etta. Geist. Absolut mein Favorit. Welche ist denn nochmal? Calzone war doch die Ding, oder? Oder Tullia? Und wer war? Vonna war Käfer. Kombu Wasser, Elektro, Normal, Eis. Ja, Tullia und Kolzo. Wer? Kolzo war dann der Pflanzentyp und Tullia ist die Psyche. Okay, ich komm mit. Ist doch simpel. War einfach Fly und hatte die Wahl. Ah, die Schnauze. Was heißt denn Fly sein? Ich bin Fliegen. Bin ich jetzt ein Flugzeug oder was, wenn ich Fly bin? Oder falle ich irgendwo vom Hochhaus? Ist ein Suizid-Jumper Fly oder... Was ist Fly? Einfach ja. Okay, gut. Ja. Dann ja. Wen mag ich am meisten? Also die ersten beiden waren absolut egal. Wie gesagt, Enigmara ist schon cool. Auch wenn sie
bisschen cringy ist. Etta ist mir mit dem Erweimen und möchte gern Wannabe Young zu sehr auf die Nerven gegangen. Dusha war cool, hat mir jetzt gerade im Kampf ein bisschen zu sehr auf. Ja, ist cool, weil Eis. Aber hat mir ein bisschen zu sehr auf die Emo-Dinge. Ah, okay, ist wirklich cool. Ich fühle dieses. Ja, wir machen das alles nur für Geld, damit wir überleben. Ja, kein Bock auf die Scheiße. Lass mich doch einfach nur in Ruhe. Kann ich absolut nachvollziehen. Tolia ist mir auf den Sack gegangen, dieses Modepüppchen da. Ligmava, Aoki. Dusha hat es ein bisschen versaut. Combo ist natürlich auch. Er ist halt auch cool. Weil er so. So diese, so ein bisschen Frohnatur, nimmt es auch nicht alles so ernst und das war, das packen wir schon alles, das wird schon. Bisschen zu positiv für meinen Geschmack. Würde mir auf Dauer auf die Nerven gehen, wenn ich viel mit ihm zu tun hätte. Aber so, ha, also eigentlich so die drei. Noch nebeneinander, das ist fies. Wen mag ich davon am meisten? Oh, Spiel. Kann ich jetzt echt nicht so sagen. Müsste ich fast auswürfeln, ne? Okay, komm. Mit wem könnte ich mir vorstellen, Buddy zu sein? Ah, okay, glaube ich, wäre mir zu depressiv. Enigmara ist zu sehr fokussiert auf ihren Stream, weil sie auch immer sagt, ja, Viewerzahlen, Viewerzahlen. Der Ring Combo. Combo. Mit dem könnte ich am besten Buddy sein. So vom Persönlichen jetzt mal her. So, das wären dann auch schon alle Fragen. Vielen Dank. Deine Eindrücke waren höchst interessant. Sie werden mir bei meiner Planung gewiss von großer Hilfe sein. Bitte nimm dies als ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Kingstein, das ist ja schön. Dank deiner Hilfe ist mein Terminplan nun nicht mehr so überladen. Es spricht also nichts gegen meine Teilnahme an dem Turnier, über das wir im Büro des Direktors gesprochen haben. Der Pneumide wird sich bestimmt darüber freuen. So, dann verabschiede ich mich fürs Erste. Du bist sicher ziemlich erschöpft, lass es für den Rest des Tages mal ruhig angehen. Die Frisur ist halt auch saugeil von ihr. Sorglos oder so. Ja, würde ich nicht unbedingt sagen. Aber es ist halt schon so eine. Dieses Froh-Ding. Eine Woche später. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Nemile und der Unterstützung durch die Pokeliga war es endlich Zeit für den lang ersehnten Beginn des Pokémon-Kampfturniers. Wurden geheilt, nehme ich an. Ja. Oh. Anklopfen nächstes Mal bitte. Was wäre, wenn ich jetzt gerade masturbiert hätte auf dem Bett? Hallo? Ah, Dave. Wir sind gerade noch rechtzeitig mit den Vorbereitungen für das große Akademie-Turnier fertig geworden. Ach ja, wir haben das Turnier letztendlich so genannt, damit jeder sofort weiß, worum es geht. Pepper hatte noch ultimative Schulschlacht vorgeschlagen. Ich nehme, also das klingt eher nach einem Wrestling-Match. Ich nehme den Stuhl, ja? Die haben sich doch mal mit Stühlen, glaube ich, oder? Dann hat Direktor Clavel das auch noch so gut gefallen. Womit ich mich alles rumärgern muss. Aber sag mal, wie sieht's bei dir aus? Fühlst du dich bereit für die Herausforderung? Hussa! Na, wenn du masturbiert hättest, dann wäre das dann Chor. Das war die einzige richtige Antwort. Ich will sehen, was du als Champ so alles drauf hast. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der Top-Junk dann dir auch mitmacht. Das ist der Hammer. Leider werde ich nicht aktiv teilnehmen können. Ich habe hinter den Kulissen mit der Organisation des Turniers alle Hände voll zu tun. Dafür kann ich aber dein Können ganz objektiv als Zuschauerin analysieren und bewerten. Der Treffpunkt ist übrigens beim Empfang im Empfangsbereich. Beim Eingangsbereich. Wehe, du verspätest dich. Beim Empfang im Empfangsbereich. So. Wohin möchtest du gehen? Ja, bestimmt nicht. Moment, halt. Büro des Direktors, da war noch ein Ding. Stopp. Das würde ich gerne noch ansehen. Da ist was. Ja. Kümmere ich mich gleich drum. Halt, stopp. Was ist hier los? Vielen Dank für deine Hilfe bei der Operation Stardust. Die Angelegenheit mit Cosima scheint sich zum Guten gewendet zu haben. Als Direktor ist das eine große Erleichterung für mich.
Cosima ist dir unglaublich dankbar. Ich will nicht noch mehr von dir verlangen, aber eine kleine Bitte hätte ich noch. Würdest du dich mit Cosima anfreunden? Hä? Also aus meiner Sicht? Hervorragend. Ich bin wirklich froh, dass du an unsere Akademie gekommen bist. Hier, ein Zeichen meiner Anerkennung. Bitte nimm es an. Ein Riesennugget! Ja, nehme ich. Bleib wie du bist, Dave. Direktor Clavel und du versteht euch nun prächtig. Okay. Dieser Pokéball schon wieder. Am Boden. So, okay. Nein. Miss Gleck. Wobei, Mann. Können wir noch was futtern? So, willkommen. Hi. Was darf sein? Das ist mir zu teuer. Tschüss. Wieder ein Pokéball am Boden, ey. So, Eingangshalle. Ja. Das ist schon 11. Goddammit. Ich glaube, wenn mich wer besticht mit dem Riesennagel, dann würde ich mich auch vielleicht nicht verstehen mit ihm. Ja. Okay. So, und ich möchte eigentlich keinen Kurs besuchen. Nee. Hä? Moment. Achso, hier. Hi. Da bist du ja endlich. Um am großen Akademieturnier teilnehmen zu können, musst du dich hier bei dem Turnierhelfer anmelden. Wären Sie bitte so gut, meinem Freund, die Turnierregeln zu erklären. Oh, Regeln? Moment. Selbstverständlich. Zuallererst solltest du wissen, dass beim großen Akademieturnier Lehrer und Schüler gleichermaßen teilnehmen dürfen. Sämtliche Teilnehmer werden einander nach dem Zufallsprinzip zugeteilt und nur die Sieger der einzelnen Kämpfer verbleiben im Wettbewerb. Die Matchpaare werden per Losziehung durch die Turnierleitung festgelegt. Bis man sich auf dem Kampfplatz Auge in Auge gegenübersteht, weiß also niemand, mit wem er es zu tun bekommt. Wer als Sieger aus dem Kampf hervorgeht, den erwartet schon das nächste Kräftemessen. Für den Verlierer hingegen endet das Turnier bereits nach einer einzigen Niederlage. Mit anderen Worten, wer Kampf um Kampf gewinnt bis zuletzt übrig bleibt, ist der oder die Allerstärkste der Akademie. Vielen Dank für die Erklärung. Die Regeln habe ich zusammen mit Direktor Clavel festgelegt. Bei der aktuellen Teilnehmerzahl sollten etwa 4 Sieger ausreichen, um das Turnier zu gewinnen. Das ist aber nicht viel. Denk daran, dass auch Lehrer teilnehmen. Sie haben es echt drauf, also sieh dich vor. Ich bin heute sehr müde. Und weh, du machst sie nicht fertig. Nur ich darf dich besiegen. Sprich einfach mit mir, wenn du soweit bist. Gut, Echo ist vorne. Das passt. Würde ich gerne so lassen. Level 67 bis 69. Das ist. Warum ist Fadigi da höher als alle anderen? Ja, das verstehe ich. Das haben wir oft eingesetzt. Aber. Naja. Whatever. Möchtest du dich zum großen Akademie-Turnier anmelden? Ja. Du bist Dave und du hast den Champ-Rang inne, korrekt? Nein. Ich bin Hans-Jürgen und habe den Rang der Stufe 2. So, deine Anmeldung ist hiermit abgeschlossen. Begib dich bitte nun zum Austragungsort. Die langen Ladezeiten sind natürlich zum Getränken super angenehm. Oder das komplette Glas nachfüllen. Und jetzt erst geht's weiter. Das wär's dafür gedacht. So, wen haben wir denn da? Kennt man da jemanden? Damit sollten wir vollzählig sein, nicht wahr? Sehr schön, dann kann es ja losgehen. Einigen wird die freudige Nachricht gewiss schon zu Ohren gekommen sein. Unsere Traumakademie hat erneut einen Schüler hervorgebracht, der den Champion erreicht hat. Dabei handelt es sich um niemand anderen als Dave. Was? Wow, echt krass! Das ist der Hammer! Ein Hoch auf den Champ. Es ist für uns ein Anlass zu größter Freude, dass er diese phänomenale Leistung während seiner Zeit hier in unserer Akademie vollbracht hat. Unsere Schulsprecherin Emila hat eigens dieses Turnier organisiert, um ihren Freund, unseren neuen Champ, gebührend zu feiern. Der Wettkampf soll jedoch nicht nur dem neuen Champ eine Möglichkeit bieten, sein Können unter Beweis zu stellen.
Auch all jene aus der Schülerschaft, die ihre Stärke für gewöhnlich nicht zur Schau stellen, werden ermutigt, diese Gelegenheit zu nutzen. So, wieder da. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Warum? 3 zu 35 für die... Oh. 33-0 Halftime-Lead verspielt. Nice, das heißt, die Vikings haben gewonnen. Das heißt, ich bin glücklich. Mag die Vikings. Ich habe ein Vikings-Trikot sogar. Warte mal, ich habe Vikings, Eagles, Packs, Bucks, Giants-Trikot habe ich noch. Was habe ich denn noch? Ich habe ein paar. Immer relativ halbwegs, also vor vielen, vielen Jahren noch sehr günstig gekauft, als American Football in Deutschland noch kein Schwein interessiert hat. Ah, und ein Seahawks natürlich. Mag die Seahawks sehr. Das Unkonventionelle mit der Legion of Boom hat mir halt sehr gefallen, damals schon. Mit dem definitiv Seahawks-Fan. Irgendeine USA-Sportneuer dabei. Männer und ihr Sport. Ich mag nur Kontaktsport. Eben American Football und Eishockey. Mit Fußball kannst du mich jagen. Basketball ist noch technisch auf einem anderen Level, aber die sind auch halt sehr kontaktlos. Ich mag's, wenn die sich hauen. Wenn es ein bisschen Laviato zur Sache geht. Ich habe ja zum Beispiel selber 2 Jahre Eishockey gespielt. Eishockey ist ein toller Sport. Aber mal, wenn da einer kommt und meint, hey, das ist meine Scheibe, dann sagst du dann einfach nö und haust ihn um. Das ist okay. Meistens. Vor allem, wenn der Schiedsrichter nicht guckt. Weil der ist gestolpert, ich kann nichts dafür. Das war ja nett. Und natürlich ist auch das Talent der Mitglieder des Kollegiums nicht zu verachten. Doch ehe ich zu sehr abschweife, erkläre ich hiermit das große Akademie-Turnier, auch die ultimative Schulschlacht genannt, eröffnet.